Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Pitwalk TV, dem Streamingdienst eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk. Es geht wieder einmal um Speedway, denn am Wochenende, am Samstagabend, hat in Warschau in Polen der zweite WM-Lauf des Jahres stattgefunden. Und an diesem Wochenende, am Pfingstsamstagabend, da steigt in Landshut das einzige Deutschland-Gastspiel von diesem ganz besonders wahnsinnigen Motorradsport im Oval mit Halblitermotoren ohne Bremsen und auf Schotter. Es gibt kaum was Spektakuläreres als Speedway. Wenn man es einmal gesehen, gehört und gerochen hat, dann wird man süchtig von diesem Sport. Darum haben wir uns auch in der neuen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk in einem großen Special sowohl dem Sommer-Speedway-Sport gewidmet, mit einer exklusiven Vorschau auf das Rennen in Landshut, inklusive eines Interviews mit dem einzigen deutschen Starter, dem einzigen deutschen Fixstarter in der ganzen WM, mit Kai Huckenbeck. Wir haben aber auch der wintersportlichen Variante eine große Geschichte gewidmet, denn wenn der Sommerbahnsport in Deutschland Pause hat, dann geht es in Heerenveen und in Inzell zur Sache mit deutscher Beteiligung. Und ich war in Heerenveen beim Finale der Eisspeedway-Weltmeisterschaft für eine große Geschichte, wo ich mich unter anderem mit dem neuen Weltmeister unterhalten habe, aber auch mit den deutschen Fahrern, allen voran mit Max Niedermayer, der Vize-Weltmeister geworden ist. All diese Themen könnt ihr in der neuen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk in aller Ruhe und aus völlig ungewöhnlichen Blickwinkeln genießen. Dazu gibt es auch noch VIP-Karten fürs 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring zu gewinnen. Und in der Zwischenzeit haben wir uns ja auch noch eine Aktion einfallen lassen für all diejenigen Fans unter euch, die in Landshut sind am Pfingstsamstagabend und dann den Wahnsinn vorhaben, von Landshut zum Störtebeker-Pokal des MC Norden im Stadion Motodrom Halbemond an der Nordseeküste zu fahren. Dieser Störtebeker-Pokal, das traditionelle Pfingstrennen des MC Norden in Ostfriesland, ist am Pfingstsonntagnachmittag. Und jeder, der von Landshut kommt, nach Norden fährt und am Kassenhäuschen in Norden im Motodrom Halbemond seine Eintrittskarte von Landshut vorlegt, der kriegt eine Freikarte von den Mannen des MC Norden und dazu noch ein Meet and Greet mit René Deddens im Fahrerlager. Also die Doppelschicht, die Double Duty nach US-amerikanischem IndyCar und NASCAR-Vorbild, die haben der MC Norden und wir von der Zeitschrift Pitwalk gemeinsam jetzt auch in den Speedway-Sport importiert. Samstagabend in Landshut beim deutschen Grand Prix, Sonntagnachmittag im Motodrom Halbemond, da wo Egon Müller 83 Weltmeister geworden ist, beim Störtebeker-Pokal des MC Norden. Eintrittskarte von Landshut vorlegen in Norden gibt eine Freikarte für den Störtebeker-Pokal. Lohnt bestimmt die Nachtschicht oder den frühen Red-Eye-Flight von München nach Bremen, um rechtzeitig in Norden zu sein, nach Landshut. Jetzt blicken wir aber zunächst noch einmal zurück auf das Geschehen am vergangenen Wochenende in Warschau. Es gibt einen neuen Sieger. Jason Doyle hat auf spektakuläre Art und Weise alle Vorläufe mehr oder minder dominiert, einen einzigen Punkt abgegeben, auch das Halbfinale und das Finale für sich entscheiden können. Jason Doyle damit nach Jack Holder in Gorican der zweite australische Grand Prix-Sieger in zwei Läufen des Jahres 2024. Zwei Fahrer, die nicht nur aus zwei verschiedenen Fahrergenerationen stammen, sondern auch, ihr werdet es gleich im Experten-Talk hören, völlig unterschiedliche Herangehensweisen pflegen. Dazu gibt es wiederum einen Blick auf Kai Huckenbeck, der zum zweiten Mal in Folge ins Finale gekommen ist. Und das, obwohl er in der Vorbereitung und der Qualifikation seinen zweiten Lauf noch verschwitzt hat, weil er schlicht und ergreifend nicht fertig gewesen ist, als er ein zweites Mal auf die Bahn hätte kommen dürfen. Trotzdem hat Kai Huckenbeck sich wieder fürs Halbfinale qualifiziert, ist im Halbfinale nach einer Kollision mit Jason Doyle verletzungsbedingt aus dem Rennen genommen worden von der Rennärztin, hat aber einmal mehr einen starken Eindruck hinterlassen. Jede Menge zu besprechen also für unseren Expertenrat in Sachen Speedway, für Martin Smolinski, der seinerseits am Vatertag übrigens den WM-Auftakt auf der Langbahn in Herxheim gewonnen hat. Martin Smolinski hat sein Unternehmen Titelverteidigung erfolgreich gestartet mit dem Sieg beim Traditionstermin in Herxheim vor 12.500 Zuschauern. In Warschau waren es 55.000 und darüber reden Martin Smolinski und ich, Norbert Okenga, jetzt in diesem Experten-Talk, dem zweiten zur Speedway-Saison 2024. Viel Spaß dabei. We'll be right back.
Wann hast du denn zuletzt jemanden sich dermaßen freuen sehen wie Jason Doyle, dass er sogar beim Wheelie hinten runterfällt und dann wieder vom Airfans runterpurzelt vor lauter Freude? Für einen Mann im gesetzten Alter ist das ja schon ungewöhnlich. Ja, wenn man aber, glaube ich, denkt, was er gemacht hat, das ist ja ganz genau. Es war zum letzten Mal 2017, als er in Melbourne gewonnen hat. Da ist er Weltmeister geworden. Da war ich auch mit dabei. Da habe ich mich riesig für ihn gefreut. Wirklich vor heimischer Kulisse. Und da muss man sagen, na gut, sowas kommt vor. Wir sind alle bloß Menschen. Und man sieht aber auch, also ich sehe es mal aus einer anderen Sichtweise, man erkennt dadurch, wie schnell so ein Motorrad reagieren kann, wenn man nicht bei der Sache ist. Also es sind ja doch sehr viele Unfälle auch in letzter Zeit mal passiert. Ich meine, wir fahren Motoren ohne Bremsen, wirklich maximale Belastung. Einen kleinen Fehler, selbst auch als Profi, und das Motorrad schmeißt einen ab. Aber es war schön zu sehen. Man sieht vor allen Dingen aber auch von der anderen Perspektive her kommend, wie viel Druck von Jason Doyle abgefallen sein muss, wie sehr der diesen Sieg herbeigesehnt hat. Ja, wenn man ja genau schaut, ich meine, er ist ja letztes Jahr wirklich wieder über das Grand Prix Challenge. Also ich war ja mit ihm fast punktgleich in Abensberg beim Challenge. Er hat dann ja das Challenge gewonnen in Schweden, in Gislaved. Ist ja eigentlich aus dem Grand Prix rausgeflogen. Also er war nicht in den Top 6, hat bippern müssen, hat sich dann wieder qualifiziert über das Challenge. Also er war ja eigentlich so ein ja, glücklicher Nachrücker, oder er hat es wirklich über die Manneskraft geschafft, im Grand Prix drin zu bleiben. Er kämpft den letzten Jahren sehr, sehr hart, wirklich seine Leistung abzurufen. Er hat sehr viele Schwierigkeiten, er ist nicht ganz zufrieden in den letzten Jahren. Ich habe also speziell vorletztes Jahr, wir haben ein paar Motorenfilme gemacht, also Marcel Gerhard und ich, aber er hat einfach ganz viel probiert, gemacht, getan, aber ich glaube, er hat jetzt wieder einen Weg gefunden, damit er sich wohlfühlt. Er schien ja fast schon weg vom Fenster zu sein, wenn man auch mal ein bisschen weiter zurückgeht als letztes Jahr, sondern ins Jahr davor, wo er sogar am Finaltag des Speedway der Nationen in Voyance ausgewechselt worden ist und in Australien Weltmeister geworden ist, ohne Jason Doyle, sondern mit den beiden Jüngeren, mit Max Frick und Jack Holder. Das sah ja alles schon schwer danach aus, als sei die Uhr von Jason Doyle abgelaufen. Wie hat er es denn geschafft, sich da wieder so zurückzukämpfen? Ja gut, er ist ein alter Mann, er ist ein Kämpfer und er will Rennen fahren. Das ist, glaube ich, diese Meinung. Er hat aber ein gutes Team. Er hat ja auch im Team einen neuen Mann mit dabei, Andrew Appleton. Er hat ja schon seinen alten Mechanikernamen, weiß ich gerade ganz nicht ganz genau, aber er hat ja jetzt ganz neu Andrew Appleton mit dabei. Andrew war ja am Donnerstag noch neben mir am Startband gestanden, ja, in Herxheim, und war ja dann ziemlich schnell in Polen, in Warschau, und stand an der Seite von Jason Doyle. Ich glaube, dieses Paket, was er derzeit geschnürt hat, er probiert sehr viel, er hat ja sehr viel auch motorentechnisch probiert, reifentechnisch fährt das neue hintere Dreieck von dem Dänen, ist daher wirklich ganz gut aufgestellt, und ich glaube, er hat wieder einen Weg gefunden, dass sein Uhrwerk wieder läuft. Das ist ja in der heutigen Zeit ganz, ganz schwer. Du sagst es, Andrew Appleton als, ich weiß nicht, was er genau ist, Fahrer, Berater oder so. Da gibt es ja eine ganze Menge von diesen, sagen wir mal, alten Herren mit jeder Menge Erfahrung in anderen Disziplinen, im anderen Umfeld, die sich da herumtollen und die aktive Unterstützung angedeihen. Ich habe mich schon immer gefragt, was bringt das heutzutage noch, wenn beispielsweise ein Greg Hancock Marcel Janowski beraten hat oder jetzt Szymon Wozniak berät? Was bringt das, wenn ein Jon Jørgensen Ty Wuffenden berät? Was bringt das eben, wenn Andrew Appleton jetzt sich bei Jason Doyle mit einbringt? Kai Huckenbeck hat mir mal gesagt im Vorfeld andersrum, er wolle sowas auf gar keinen Fall, weil dann wäre nur noch unnötige Unruhe in seiner Box und er sei sowieso lieber auf sich alleine gestellt und sehr eher in sich gekehrt. Aber andere, auch Robert Lambert mit Jason Crump hat es bis zum letzten Jahr gemacht, schwören ja scheinbar darauf, dass man diese, despektierlich gesagt, alten Herren als Souffleur, als Spotter, was auch immer, durchaus sinnvoll einsetzen kann. Was bringt das tatsächlich?
Ich glaube, es kommt immer erst im Grundmoment darauf an, wie diese Person reagiert und arbeitet. Es geht ja nicht darum, dass die Person einem sagt, wie man Motorrad fahren soll. Nur als Fahrer erkennt man viele Sachen einfach anders. Also wie lenke ich ein? Ein Zuschauer, der was nie oder ein, ich sag mal, ein Technikmann oder eine Person, was nie selber gefahren ist, weiß nicht, wie das Motorrad funktioniert oder reagiert. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier Jason Doyle anschaue, ich kenne seinen Fahrstil, er ist sehr aggressiv, er hat das Motorrad früher sehr oft überdreht. Und sehe, was er wirklich genau macht. Und genau in dem Moment, da hilft wirklich ein erfahrener Mann, weil er weiß, wie das funktioniert, wie reagiert das Motorrad und was muss geändert werden. Es geht aber nicht darum, dass der alte Mann dann sagt, pass auf, du musst das so machen, wie ich das möchte. Da geht es um die Analyse, was man von außen sieht. Oft erkennt man als Fahrer nicht, wann das Motorrad sich stark einlenkt, jetzt speziell mit der ganzen Reifengeschichte auch wieder. Ich persönlich habe ja auch genau festgestellt, bei Jason Doyle hat er auch wieder, ja, ich sag mal, Kineo-Felgen, aber mit Schlauch probiert und gefahren. Ich habe es noch nicht ganz genau herausfinden können, ob er jetzt im Finale mit oder ohne Schlauch gefahren ist, aber es waren auf jeden Fall in seiner Box Jason Doyle-Felgen mit Reifenhalter und mit Schlauch gestanden. Also sieht man, dass sie hier ganz viel testen. Und da ist auch wirklich die Erfahrung der alten Leute ganz extrem, weil man hat ja zwischen den Läufen nicht viel Zeit. Und da sind oft so Kleinigkeiten, mal, was macht die Bahn, wie verhält sich die Bahn, was macht der Bahndienst, wie warm wird mein Reifen, was ist meine Einlenkpunkte. Da sind die alten Männer wirklich clever und speziell die alten Fahrer. Fahrer, weil sie wirklich genau wissen, was passiert da draußen. Es muss schon ein guter Fahrer sein. Ich bin auch so ein bisschen wie der Kai, sage ich mal. Ich will eigentlich auch keiner meiner Seite haben. Habe aber damals schon auch angefragt bei Greg Hancock vor einigen Jahren. Das war, glaube ich, 2015 oder 2016. Hat damals einer meiner Hauptsponsoren ein Bike von Greg Hancock gekauft für seine Hall of Fame, Burkhard Timmel. Okay. Und daraufhin haben wir gefragt, du Burkhard oder du Greg, möchtest du nicht mal einen Tag mit mir trainieren und mir das Starten lernen? Dann war Greg seine Aussage, Martin, du bist auf der Bahn so schnell, wenn ich dir das Starten auch noch lerne, dann komme ich dir nicht mehr hinterher. Gut, da waren wir noch aktiv im gegnerischen Kontakt, also wir sind gegeneinander gefahren, aber wir haben es damals schon probiert, aber sowas interessiert schon einmal. Also die alten Leute bringen schon wirklich was. Wie lange es was bringt, ist die andere Sache, aber man kann einfach sich wirklich besser austauschen. Man hat es bei Doyle gesehen, man hat es aber offensichtlich ja auch bei Szymon Wozniak gesehen, der noch nicht allzu lange mit Greg Hancock zusammenarbeitet, erst seit er sich qualifiziert hat für die diesjährige Weltmeisterschaft. Und prompt hat Wozniak einen bestenfalls mittelprächtigen ersten Grand Prix hingelegt in Gorichan und jetzt aber beim zweiten zum ersten Mal gezeigt, dass der tatsächlich auch mit in die erweiterte Weltspitze hineingehört. Also da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass da auch die Zusammenarbeit, das Fahrlehrertum von Greg Hancock seinen Teil dazu beigetragen hat. Ja, auf jeden Fall und ganz speziell die Abstimmung in dieser Halle. Ich meine, es ist ja mal ist das Dach offen, mal ist das Dach geschlossen. Wir hatten im Training nicht ganz so viele Leute. Wer hier ganz viel zu kämpfen hatte, war Taivo Finden. War ja brutal schnell, wirklich. Er war ja am Samstag in den Top 4, hat ja da Punkte geholt, ist aber leider, ja, am Freitag war er im Top 4 beim Qualifying, ist dann aber leider herausgeflogen oder war sehr schlecht dann, ja, einen Tag später. Und er hat die Umsetzung nicht ganz geschafft. Aber Wozniak, ich meine, wirklich mit Renko ganz anders. Seite bringt ihm ganz viel, aber ich glaube auch die mentale Unterstützung. Wenn du solch eine Person an deiner Seite hast, einen mehrfachen Weltmeister, der war so wirklich von allen Leuten respektiert wird, egal wo, egal FIM, egal auch bei den Fahrern, ist er wirklich sehr gern gesehener Gast, egal wo. Und man hält immer gerne Applaus mit ihm. Es ist, dann gibt es auch einen den mentalen, ja, die mentale Unterstützung. Aber auch ein Wozniak ist schon sehr lange unterwegs in der polnischen Liga und fährt auch hier seine guten Punkte. Es war zweifellos richtig, aber im ersten Grand Prix war er halt tatsächlich noch im Nirgendwo und hat sich jetzt ja deutlich gesteigert auf einer Bahn, die, wie du richtig sagst, eben eine nicht permanente Bahn ist, eine temporäre Bahn, wo er also auf der polnischen Liga keine Erfahrung mitbringt. Hätte ich jetzt gedacht, okay, wenn der in Landsberg an der Warthe auf seiner Heimbahn da mal auftrumpft oder vielleicht auch in Thorn am Ende des Jahres, dann hätte ich damit gerechnet. Aber dass der jetzt plötzlich hier wie Kai aus der Kiste, also nicht wie Kai Hockenbeck, sondern wie der sprichwörtliche Kai aus der Ja. Kiste vorne mit reinfährt, das hat mich schon überrascht in dieser Drastigkeit. Ja, mich hat es nicht ganz überrascht. Ich meine, es ist die jungen Wilden, unterschätze ich nie. Er kam über das GP Challenge. Ich meine, man muss sich erstmal im Grand Prix Challenge erstmal sich reinqualifizieren. Das ist der härteste Weg. Also er hat keine Wildcard bekommen. Er hat sich über den härtesten Weg qualifiziert, auch von der mentalen Stärke her. Zeigt, dass er hier sehr stark ist. Und da glaube ich, ist er wirklich, man kann mit ihm rechnen. Und es ist, er war wirklich auf Platz 7, ist ganz gut weitergekommen. Hatte einen Nuller ja mit dabei, hat seinen Lauf sich gleich den ersten gewonnen, aber dann wirklich sehr konstant. Ja, ich muss sagen, ich glaube, mit ihm ist dieses Jahr noch einiges zum Rechnen. Nochmal zurück zum Sieger, zu Jason Doyle. Du hast es gerade auch schon angesprochen. Der hat sehr auffällig eine
andere Schwinge gefahren hinten, also wo sonst natürlich eine Schwinge, die untere Schwinge, kantig, rechteckig statt dem üblichen rund. Was hat es damit auf sich? Gut, diese Schwingen sind schon sehr, sehr länger im Sport oder auch aktiv, sage ich mal. Es gibt einen Hersteller aus Dänemark. Die ganzen Dänen haben das früher auch schon gefahren und viel probiert damit. Mikkel Jebsen Jensen war einer der ersten, was sowas gefahren hat oder auch probiert hat. Auch Greg Hancock probiert ja ganz viel mit solchen Sachen mit seinem amerikanischen Fahrwerkshersteller. Greg war eigentlich einer von den ersten. Es gibt ja auch von Stuha sowie auch von Jawa ganz viele Schwingen, die was unten anders aufgebaut sind, andere Stabilitäten. Man hat einen Bogen mit drin, also keine geraden Linien. Wenn man aber eigentlich auch dann schaut in der breiten Masse, wenn es zurückgeht, ich habe auch speziell beim ersten Rennen Jack Holder, ist komplett Standard gefahren, hat eine Standard hintere Schwinge drin. Hier, glaube ich, kommt es ganz viel darauf an, wie der Fahrer ist, wie das Verhalten ist und wie man die Kraft auf den Boden bekommt. Und ich meine, viele lachen mich dabei immer aus, aber wir hatten am Freitag Pressekonferenz in Landshut und wir hatten, der Kai Norik Blodern war auch da und wir hatten ein ganz cooles Gespräch. Wir haben uns viel unterhalten über Reifen, Verhaltensweise, Motoren. Er hat auch von mir einen Motor zum Testen und zum Fahren, wo er einfach sagt: Martin, es geht alles leer durch, es geht nichts vorwärts, ich habe zu viel Leistung. Und da, glaube ich, ist der Punkt, speziell mit dem das Zusammenspiel zwischen Fahrer, Motorrad, Mechaniker, Reifen, Schwinge, Dreieck und wie bekomme ich mein Material zum Arbeiten. Und wenn man jetzt sieht, ich meine, gut, Bartosz Schwarzlik war nur Zweiter, ich sage mal nur Zweiter, also er ist ja nicht schlecht. Man ist von ihm mehr gewohnt, aber er hatte auch zwei dritte Plätze mit dabei und er hat wirklich für seine Punkte kämpfen müssen. Also er war hier damals kurz davor, dass er durchgereicht wird. Und da sieht man, dass auch dieses Jahr ein Bartosz Schwarzlik wirklich es sich schwer tut, ja, die Leistung auf den Boden zu bekommen oder eine wirklich gute Harmonie zu finden mit seinem Material. Halt mal die beiden Gedanken fest, sowohl den von Blödorn und dir beim Reden über Reifen und so weiter, als auch mit dem, was Bartosz Schmerzlich dieses Jahr noch nicht oder nicht so richtig auf die Reihe kriegt. Ich möchte nämlich vorher nochmal nachfragen, dieser andere Rahmen, du sagst, er sei aus Dänemark, wie verhält der sich anders? Wir haben ja letztes Mal darüber gesprochen, dass es einige gibt, die mehr oder weniger Flex haben, wie du sagst, die sich also mehr oder weniger verdrehen. Was macht dieser Rahmen, der bei Jason Doyle war, dieses dicke Ding? Diesen Rahmen habe ich selber noch nie gefahren, aber rein aktuell man sieht auch oben ist eine Durchbiegung drin. Der Vorteil ist bei der Durchbiegung, sie verhält sich eigentlich wie eine Schwinge. Also wenn man die Kupplung loslässt, sackt das Motorrad eigentlich, es gibt auch Videos davon, zum Beispiel von Watschlaw Millig, der hat das mal ganz genau gefilmt. Da senkt das Motorrad ganz leicht ein, also die Kraft geht nicht direkt ins Hinterrad, die Kraft wird leicht aufgenommen und dann geht es erst in den Vortrieb. Somit ist der Ruck nicht so extrem fürs Hinterrad und man hat nicht sofort ein Wheel Spin, wie sich das hintere, ich sag mal, das Rechteck genau verhält. Ich kann es nicht ganz genau sagen, weil ich es nicht gefahren habe. Ich kann mir aber vorstellen, dass meine bessere Querstabilität hat und eine direkte Kraft am Boden hat. Ob das jetzt besser oder schlechter ist für den Reifen, bin ich mir nicht ganz sicher. Gab viele, was dieses hintere Dreieck probiert haben, aber es sind auch ganz viele Leute, was das Dreieck wieder in die Ecke gestellt haben und wieder Standard fahren. Man schaut, Bartosz Schwarzlik, er hat ein Standard hinteres Dreieck drin, Robert Lambert fährt Standard Dreieck, Martin Mrkulic fährt Standard, Jack Holder fährt Standard und Dan Pulley auch. Also da ist es dann wirklich, und bei Szymon Wozniak ist, glaube ich, auch ein Standard-Dreieck drin, konnte ich aber nicht ganz eruieren. Habe ich leider keine Bilder gefunden die letzten Tage oder jetzt nach dem Grand Prix, was er drin hatte. Huckenbeck jedenfalls hat auch zurückgewechselt, erst für dieses Jahr auf diesen Standardrahmen von Java, hat er mir erzählt. Ja, ich meine, es wird viel probiert, es wird viel gemacht, aber ich glaube, das, was wir hatten, funktioniert immer ganz gut. Ich bin auch wieder an dem Punkt, ich gehe back to basic, weil ich auch nicht ganz so zufrieden bin und auch speziell die ganze Geschichte. Also jeder arbeitet anders und wir haben ja auch ganz viele extreme Unterschiede, speziell von der Abstimmung her. Also wie schnell bekomme ich meinen Reifen warm, wie arbeitet der? Und das sind wirklich, ich sag mal, ganz große Schritte. Ich kann nur kurz ein Beispiel von mir nennen. Wir waren bei einer Veranstaltung in Pocking, wir sind die gleiche Übersetzung gefahren, Valentin Grobauer und ich. Nein, wir sind die gleichen, also Übersetzungsverhältnisse gefahren vorne. Also wir haben auf dem Motor 16, am Vorgelege 14. Er hatte aber hinten 42 drauf und ich bin 48 gefahren. Also wir hatten einen Unterschied von 6 Zehnen, was früher unmöglich war. Aber wir haben eigentlich eine komplett unterschiedliche Art und Weise. Nebendran stand Anton Nischler. Er machte die Motoren und macht sehr schnelle Motoren, auch im Speedway Grand Prix. Der hat uns dann gefragt, ob wir ihn eigentlich, ich meine, ich muss sagen, verarschen wollen oder ob wir nicht rechnen können. Wir haben ihnen beide unsere Unterlagen gezeigt, dass wir wirklich so übersetzt haben. Und so groß ist der Unterschied von den Abstimmungsverhältnissen. Das sieht man auch im Grand Prix. Jeder arbeitet anders und jeder sucht seinen besten Weg. Und man sieht zum Beispiel, ich habe für mich persönlich gesehen, Jason Doyle hat sehr langsam übersetzt gehabt.
Er war brutal schnell aus der Kurve raus, wurde Ende von der Geraden aber oft eingeholt, hatte aber wirklich überall die Leistung auf dem Boden. Jason konnte innen schnell fahren, er konnte in der Mitte schnell fahren und er konnte an der Wand schnell fahren. Viele andere konnten nur in einer Position schnell fahren. Die waren, bestes Beispiel war Martin Maciulik, er war ja außen brutal schnell. Sobald er nach innen reingekommen ist, war er leider nicht schnell genug. Das waren einfach wirklich zwei Welten. Und da trennt sich wirklich gerade, glaube ich, wieder. Ich will nicht sagen, die Spreu vom Weizen, aber da ist jeder Grand Prix-Fahrer auf der Suche nach der besten Abstimmung für sich selbst. Ja, und jetzt komme ich wieder zurück zu dem, was ich sagte, einen der beiden Gedanken, den du bitte festhalten mögest. Ich habe nämlich am Dienstag vor diesem Grand Prix länger mit Jack Holder mal telefoniert, um mir auch ein bisschen was über seine Armverletzung oder seine Handgelenksverletzung und den Heilungsprozess erzählen zu lassen, abseits der reinen Rennhektik. Und wir haben da bestimmt eine halbe Stunde oder was gequatscht, Jack Holder und ich. Und da kam dann auch das Gespräch, weil ich in derselben Woche auch nicht nur mit dir den einen Podcast gemacht hatte, sondern auch noch mit Norik Blödon wiederum lange telefoniert habe für eine Geschichte in der nächsten Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk. Habe ich dann eben auch mich in dem Telefonat mit Jack Holder auf Sachen bezogen, die du mir erzählt hast, die aber auch Norik mir erzählt hat, wie er gewechselt ist, schon mittlerweile vor 2 Jahren, von dem kleinen Rahmen für etwas gesagt, für kleinwüchsige, nein, für kleingewachsene Fahrer auf den normalen, quasi erwachsenen Rahmen. Und hat das alles so ein bisschen dann auch gesagt und über Reifen gesprochen und über andere Schwingen und über andere Rahmendicken. Und da hat Jack Holder wörtlich gesagt, vielleicht denken manche Leute auch einfach nur viel zu viel nach. Wo er sagt, ich mache das ganz anders, ich setze mich bewusst nicht damit auseinander, was alles sein kann und vielleicht nicht. Ich möchte eigentlich im Laufe eines Rennens, wenn es irgendwie geht, nichts an meinen Motorrädern ändern. Ich will meine Ruhe in der Box haben. Das tut mir gut, das tut meinen Mechanikern sicher genauso gut, hat er lachend gesagt. Und anders zum Beispiel als ein Bartosz Zmarzlik, bei dem selbst nach einem Laufsieg immer hin und her palabert wird, was noch besser gemacht werden kann, was noch anders gemacht werden kann, möchte ich in aller Ruhe und wirklich nur, wenn ich zweimal Letzter geworden bin, dann wird wirklich eine Notoperation vorgenommen, aber ansonsten wird, so es irgendwie möglich ist, ruhig geblieben in der Box und die Bikes möglichst wenig angetastet. Standardrahmen, das Einzige, was er hat, ist eine kürzere Fußraste, weil er so klein ist. Natürlich getunte Motoren von Richard Kowalski auch, aber auch da gibt es einmal einen Motorstand und dann ist gut. Und ansonsten wird mit dem, was er hat, optimalst möglich gearbeitet. Das ist eine völlig andere Herangehensweise als das, was du mir erzählt hast, mit über die ganze Technik nachdenken, als das, was Schmerzlik macht, aber auch das, als das, was Doyle gemacht hat mit den 100.000 Umbauten, letztes Jahr einen neuen Tuner in Bert van Essen, jetzt diesen anderen Rahmen, dann dieses Hin und Her mit den Reifen, was du gesagt hast. Da finde ich, hat Jack Holder eine erstaunliche Herangehensweise. Ich glaube, so erstaunlich ist ihn. Er ist nämlich recht simpel. Er fährt viel in England, er sitzt viel auf dem Motorrad. Speziell jetzt beim Grand Prix. Es entscheidet sich, ich meine, wie man sagt, die ganze Technik, die Einspielung, was mache ich nach dem Rennen. Hier ist eigentlich für mich der extremste Punkt, ist Leon Madsen. Ich meine, Leon Madsen war ja letztes Jahr speziell mit den Zündboxen sehr oft im Gespräch, sehr oft in Filmen, steht mit dem Laptop da, fängt zum Programmieren an, liest seine Daten aus. Ja, hat leider jetzt so gut wie ganz genau nur zwei Punkte gefahren beim Grand Prix. Gut, ist leider einmal am Startplatz und falsche Helmfarbe. Nicht da richtig gewesen, aber da sieht man einfach, wir sind immer noch Spielfahrer, wir fahren nicht in der Formel 1, wir fahren nicht in der MotoGP. Bei uns sind es Bruchteile von Sekunden, wo ich entscheiden muss, wir fahren nur 2 Minuten und da muss das Uhrwerk laufen. Und ich meine, ich kann im Uhrwerk immer ganz viel umstellen, aber immer wenn ich was umstelle, kann es nicht funktionieren. Was aber auch dazu kommt, ich meine, viele Fahrer haben aufgrund der polnischen Verhältnisweise sehr viel ein gutes Budget vorhanden. Und umso mehr Budget man hat, desto mehr kann ich natürlich auch testen, machen und probieren. Aber der Schuss kann dann auch hinten losgehen. Man hat zum Beispiel jetzt gesehen, ich glaube, es war kein einziger Fahrer mit Motoren von oder mit dem neuen Motor und mit neuen Motorensystem von Ashley Holloway unterwegs. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber kein einziger hat eine digitale Zündabnahme am Nockenwellenrad gefahren von Ashley Holloway. Alle haben eigentlich Standardmotoren gefahren. Sehr viele gehen wieder zurück auf PVL-Anlagen. Ich hatte erst gestern ein ganz nettes Gespräch mit Damon Race Parts, also mit Emanuel Schramm. Er ist eigentlich der Hauptvertreter von allen Zündanlagen. Sagt der Martin, du glaubst es gar nicht, wie viele Leute dieses Jahr wieder normale PVL oder normale Slendra-Anlagen bestellen und eigentlich ja weggehen von der ganzen digitalen Sache, weil es einfach zu viel ist. Also man kann damit spielen, man kann damit probieren, man kann damit lernen, aber wenn es wirklich Schlag auf Schlag gehen muss im Grand Prix, habe ich eigentlich keine Zeit dafür. Und ich glaube,
Da sieht man auch schon, wie die Leute arbeiten. Wenn ich jetzt mal die Top-Leute anschaue, gut, auch Martin Mazulik, er hatte ja auch einen sehr alten, Bjarne Pedersen, einen alten Mann mit an Bord. Und ich Stimmt, glaube, ja. die arbeiten sehr sauber und Standard. Und ich meine Meinung ist auch früher, ein Niki Pedersen war für mich, ich bin Niki recht gut auch befreundet. Niki hat Standard-Bikes. Der hat alles komplett Standard, da ist nichts speziell, sagt der Martin, alles, was kaputt gehen kann, ich muss bei KLS anrufen können, ich muss beim Service anrufen können, die Teile müssen sofort lieferbar sein, das muss morgen da sein. Wenn ich fünf davon haben will, will ich fünf haben, dann müssen fünf lieferbar sein. Und das ist halt oft bei solchen Spezialteilen nicht möglich. Und da arbeiten sie halt gerade ganz gewaltig. Ich denke, back to basics. Und man sieht aber auch, ich finde, es ist sehr schön zum Sehen, wie durchwachsen oder wie eng der Grand Prix dieses Jahr zusammen ist. Ja, trotzdem nochmal zu meiner These. Ich finde es interessant, dass wir jetzt zwei Grand Prix gehabt haben mit zwei verschiedenen Siegern. Erstens beide aus Australien, die also beide quasi den Ja. Schwung der Wintersaison aus Australien erstmal mitgebracht haben, während andere alle Winter über nur trainiert haben, sind die ja dauernd Rennen gefahren. Zweitens dann aber auch eben der eine ganz ruhig nichts verändern, Jack Holder, und der andere, der permanent aus lauter Suche nach dem gestrigen Tag, nach der gestrigen Form, der Reihe nach in 2 Jahren quasi alles auf den Kopf gestellt hat. Und es hat beides Ja, irgendwie zum Sieg gereicht. es hat für beide zum Sieg gereicht und jeder hat einen anderen Weg. Ich meine, das Ergebnis zählt ja meistens. Es ist ja, man kann schnell sein, man kann langsam sein. Interessant ist, dass man wirklich an der Ziellinie als Erster drüber fährt. Ich sage ein Beispiel von mir, ich war in Herxheim, erster Langbahn-GP. Ich war auch nicht der Schnellste auf der Rennbahn, aber ich war der Erste über der Ziellinie und das zählt ja meistens. Und die haben einen anderen Weg, aber beide sehr professionell. Also egal, wie man sieht, Jack Holder hat seinen Bruder mit in der Box mit dabei. Der ist auch sehr erfahren, ist ja auch schon amtierender Weltmeister. Und die arbeiten ein bisschen anders und jeder muss seinen Weg finden. Es hat sich bei uns auch beim Sport auch ganz viel geändert. Die Motoren haben sich hier ein bisschen verändert. Alle suchen mehr Leistung. Es gibt mehr Möglichkeiten. Kowalski macht ganz viele Zylinderköpfe, 5 Achsen, CNC gefräst. Also gehen da wirklich in die Detailproduktion. Dann haben wir Fleming mit dabei, der was extrem viele Motoren auch an den Mann bringt, hat neue Köpfe, neue Nockenwellen. Dazu kommen die ganzen Heckteile. Also diese Möglichkeiten, was wir aktuell haben an Probieren und Testen, ne, ist gewaltig, wenn ich jetzt mal 10 Jahre zurückblicke. Wir haben ja viel mehr Möglichkeiten, es geht alles schneller, das Leben ist schneller geworden, aber willkommen im Spielwegsport. Es ist ganz simpel, wir fahren einfach nur 4 Runden und es ist der schnellste gewinnt. Und ich glaube, die haben fast alle das gleiche Material. Es geht wirklich um die Abstimmung, wie kann ich mein Motorrad abstimmen? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, an dem Tag, egal wo Jason Doyle war, er war überall schnell, er konnte innen fahren, er konnte außen überholen, er hat sich einfach brutal wohlgefühlt und er hat auch für mich persönlich den Reifen am besten zum Arbeiten bekommen. War der Reifen ein so großer Faktor, glaubst du? Ich glaube, der Reifen wird immer ein größerer Faktor werden, weil es hat sich auch intern, es hat sich die Mischung zwar nicht geändert, aber Anlass ist sehr, sehr groß geworden oder wird sehr groß. Also die arbeiten mit anderen Abteilungsabläufen. Anlass tut aktuell, produziert fast alle Rollerreifen für Dunlop. Also alle Rollerreifen, was eigentlich von Dunlop sind, werden bei Anlass produziert. Ich hatte letzte Woche ein paar ganz interessante auch Gespräche. Hat sie eigentlich, oder vor 2 Wochen hat sie auch nebenbei eigentlich erfahren, weil man macht halt ein paar Sachen. Ich habe derzeit aktuell zwei Motocross-Fahrer, die testen neue Andersreifen. Es ist, ich kann es vielleicht inoffiziell sagen, oder es ist ja nichts Schlimmes, aber es kommt ja nicht, es ist ja nichts Schlimmes. Alexander Heu ist ein ehemaliger Supercrosser aus Deutschland, macht sehr viel Jugendtraining für den ADAC, probiert gerade Andersreifen, sowie auch Max Nagel, Ja. derzeit ja einer der besten deutschen Motocrosser, hat einen Andersreifen von mir auch auf dem Werk liegen, probiert die gerade, ist alles nicht ganz, ich will nicht ganz, ich schon offiziell, aber halt, sie probieren einfach gerade, weil ich gerne mit den Top-Leuten zusammenarbeiten möchte. Und dadurch ist einfach erfahren, dass Anlass sehr viel auch für Dunlop produziert. Und sobald du halt für größere Firmen produzierst, ändern sich halt viele Kleinigkeiten in der Abwicklung und auch ab und zu das ein oder andere Mal vielleicht der Reifen mit diversen Normen, was du eingehen musst. Und ich finde auch da, die Reifen haben eine andere Art und Weise bekommen. Ich sage das ja schon länger, aber wie gesagt, ich habe es ja vorher gesagt, viele lachen mich immer aus, was ich spreche, aber selbst ein Norik Blodörn, sagt der Martin, wir haben dich auch mal ausgelacht, wo du sagst, du bekommst den Reifen nicht zum Arbeiten, aber schon langsam, glaube ich, weiß ich, von was du sprichst, weil ich habe ab und zu auch ein paar Schwierigkeiten und ich weiß nicht, wo das herkommt. Das ist ja, und man fährt extreme Übersetzungen und mal geht es nicht. Es kann doch nicht sein, dass ich letztes Jahr in Rübnik mit 56 fahre und dieses Jahr mit 52. Ich bin nicht schwerer geworden, ich habe keine anderen Motoren. Woher liegt es dann? Und das ist halt die Art und Weise, wie arbeite ich mit meinem Reifen und
Da ist für mich wirklich, also eine Reifenflüsterei ist da wirklich ganz interessant. Das ist, wir sind zwar auf Sand, aber es ist genauso, wir schauen MotoGP an. Der eine Fahrer bekommt mit seinem Fahrwerk den Reifen zum Arbeiten. Und wie lange hat Marc Marquez jetzt Schwierigkeiten gehabt mit seinem Vorderreifen? Er hatte kein Vertrauen mehr. Jetzt kann er wieder arbeiten, er macht wieder brutale Aktionen, kann wieder das Motorrad abfangen, auch wenn er eigentlich schon neben dem Motorrad liegt, fängt er es wieder ab. Und das zeigt wirklich die Zusammenarbeit zwischen Fahrer, Fahrwerk, Motor und Reifen. Und das ist bei uns im Bahnsport genauso, obwohl wir eigentlich ja nur auf Sand fahren. Ja, du siehst aber ja auch schon auf den ersten Blick, und da führt mich der Weg wieder auch zu Jason Doyle. Nicht in Warschau logischerweise, weil sie da in Katakomben untergebracht waren, aber wenn sie im normalen Stadion stehen, sommertags oder auch in Gorizan, als es schon sonnig war, dass ein Jason Doyle seine Reifen immer rausstellt in die Sonne, um sie dort auch lange der Sonneneinstrahlung auszusetzen, während andere sie einfach, wie es früher schon immer der Fall gewesen ist, irgendwo in die Box an die Seite stellen und dort quasi so lange rumstehen lassen, weil sie einfach nicht im Weg stehen. Aber Jason Doyle sucht ja offensichtlich da schon die Temperatur der Sonne. Man würde ja fast sagen, wenn er Heizdecken hätte, wenn Heizdecken erlaubt wären, würde er wahrscheinlich welche nehmen. Und das Also, ich stellt er jetzt nach mit der Sonne. Da ist er einer der wenigen, der das tatsächlich in aller Konsequenz so macht. ja, da hast du vollkommen recht. Das ist auch bei mir. Wir haben letztes Jahr sehr genau analysiert. Ich hatte letztes Jahr zwei gute Veranstaltungen. Ich war einmal hier in Olching bei den German Open bombenschnell mit 15 Punkten Maximum. Hier waren es auch. Meine Reifen waren in der Früh um 9 Uhr in der Sonne gestanden. Die wurden alle halbe Stunde von den Mechanikern umgedreht. Er wurde wirklich gebacken und ich hatte eine sehr tiefe Reifentemperatur. Das gleiche habe ich beim Grand Prix Challenge oder beim Vorlauf in Abensberg gemacht. Hier hat es genauso funktioniert. Ich war ja Top 4, bin Strecken gefahren und Platz 2, 3 und 4. Ein Fahrfehler hat mir Platz 1 gegen Jason Crump, gegen Jason Doyle gefehlt. Und da habe ich auch ganz konkurrent, also ganz akquiriert gearbeitet, wirklich die Reifen warm zu machen. Und das bringt auch was. Also man glaubt es ja kaum, aber einen warmen Reifen, er arbeitet besser, er macht die Lamellen besser auf. Aber wenn ich jetzt das Problem habe, wie in dieser Halle hier, wir reden jetzt von Warschau, hier habe ich keine Sonne, ich bin in den Katakomben, ich habe einen kalten Reifen, dann muss ich schauen, dass ich den Reifen auf der Rennbahn zum Warmwerden bekomme. Und ich war erst vor kurzem in Cloppenburg. Cloppenburg, es war kalt, aber eigentlich eine steinharte Bahn, viele Steine. Da waren früher die Reifen total heiß und ich habe Stollen verloren. Ich habe keinen warmen Reifen gehabt und es ging alles leer durch. Das gleiche Problem hatte aber auch René Dettens. Also wenn man die anderen Fahrer anschaut oder die anderen Reifen anlangt, was man bei uns bei freien Veranstaltungen machen kann, laufe ich halt vorbei und lang halt mal den Reifen hin und ich sehe, der ist genauso kalt wie meiner. Sieht man einfach, dass es doch anders ist wie früher. Also man muss wirklich damit arbeiten und das wird sehr interessant. Und da glaube ich, ist auch wieder der Punkt, was macht der alte Mann wie ein Greg Hancock, wie ein Greg Hancock, ein Jason Crump, der was den Fahrer unterstützt und auch solche Sachen halt anders versteht oder analysiert. Der Witz dabei ist ja tatsächlich nicht, dass der Reifen sich von außen erst einmal warm anfühlt. Das ist das eine. Sondern man muss ja schauen, es geht nicht nur um die, man würde sagen, die Karkasse. Es ist beim Speedway ein bisschen anders, weil es halt die Noppen hat. Aber die Lauffläche muss heiß sein oder warm sein. Aber es muss auch die sogenannte Konstruktion durchgewärmt sein. Das erreichst du eben tatsächlich. Also das ist das Gewebe aus verschiedenen Nylon und sonstigen Fäden, die unter der Gummischicht liegen. Das muss ja genauso warm oder durchheizt sein. Das ist das, was man in der Formel 1 sieht, wenn die Fahrer mal eben gegen die Bremse gegen anfahren in der Aufwärmrunde, um so die Abluft von der heißen Bremse zu nutzen, um den Reifen quasi von innen durchzuwärmen. Da geht es dann um die Konstruktion und nicht nur um die reine Auflagefläche, die du dir von außen auch ertasten kannst. Genau, da hast du vollkommen recht. Es geht hier um auch bei uns im Bahnsport. Wir können sehr viel mit dem Walken sehen. Als Zuschauer kann ich sowas ganz oft sehen. Wie wenig Luft hat ein Fahrer drin? Wie stark walkt der Reifen? Im Training war es sogar, glaube ich, Jason Doyle, der hat einen Plattfuß gefahren. Ja, Hat richtig. auch in der, genau, Jason Doyle hat aber währenddessen er den Plattfuß gefahren hat, die schnellste Zeit gefahren in seinem Outing. Also da war er ja schnell unterwegs in seiner Gruppe und wir gehen ja auch wirklich runter, trotz Schlauchlosreifen, wirklich auf 0,5, 0,4. Als die ersten Schlauchlosreifen kommen sind, sind wir mit 0,8, 0,9 Luft gefahren, bis zu 1 Bar, manche Fahrer. Was aber wirklich, wir haben ja hinten keine Federung, was sehr, sehr hoppelig ist zum Fahren. Ich kam damit gar nicht klar. Und jetzt sieht man aber auch wieder, die Leute gehen mit Schlauchlosreifen runter bis auf 0,4 oder 0,5, 0,4. Und dann kann es schon mal vorkommen, dass so ein Reifen auch von der Karkasse oder vom Hump runterspringt. Springt und wie bei Jason Doyle ein Plattfuß war, aber er war zum Zeitpunkt sehr schnell und hat den Reifen zum Arbeiten bekommen. Was ist mit Bartosz Zmarzlik los?
Also glaub, wir reden ja von, was ist mit ihm los? Er war Platz 2, er ist gut unterwegs, er hat 18 Punkte auf seinem Konto, er hat zum Arbeiten. Also er ist auch wirklich, wenn man ihn anschaut, er hat nicht mehr die Leichtigkeit. Ich glaube aber nicht, dass er schlecht drauf ist. Es ist, wenn man sieht, er ist immer noch einer der konstantesten Fahrer, was wir hier wirklich an Bord haben. Wer mich wirklich ganz persönlich eher am meisten schockiert, eigentlich, wenn ich jetzt ins Tableau reinschaue, das ist Tai Wuffen. Tai Wuffen im Training sehr schnell, hat dir wirklich ein paar Punkte gefahren, also hat sich ein paar WM-Punkte erkämpft über da den neuen Modus, also über den Sprint, Qualification Sprint, ja. Sprint Race, genauso wie heißt. Da ist er ganz anders aufgebaut, aber wirklich im Rennen hat er nichts geschafft. Also mit 2, 3, 0, 0, 1 hat er wirklich zum Kämpfen und das schockiert mich ein bisschen. Ja, komisch, woran liegt es? Er war gerade erst in der Vorwoche, ich habe es auch in der Live-Übertragung gesagt, mit einer der Garanten in diesem Viertelfinale des Knockout Cup in England, mit dem absoluten Thriller, wo im letzten Heat die Entscheidung gefallen ist, wo Holder und er mit Sheffield den Sieg gegen Bellevue ausgefahren haben, in einem Last Heat Decider, wie es so schön heißt, im Rückkampf. Ich weiß auch, das sind andere Motorräder, mit denen in England gefahren wird, klar. Aber er kann es ja ganz offensichtlich. Es ist ja nicht so, dass der jetzt irgendwie zu alt geworden wäre oder zu lustlos oder zu wenig risikabel, sondern der ist ja schon noch eigentlich immer noch schnell genug, um da vorne mit reinzufahren. Nur in der WM geht schon seit 2 Jahren nichts. Ja, aber genauso wie du es angesprochen hast, ich meine, er fährt ja mit anderen Motoren in der englischen Liga, da macht er sich nicht viele Gedanken. Da macht er es wie Jack Holder. Ich nehme mein Motorrad, hocke mich drauf, denke nicht viel, keine große Technik, Standardreifen in der englischen Liga sind ja schlauchlos Reifen verboten. Und ja, da werden wir halt dann sehen, wie sowas ausschaut. Jetzt klingelt es schon wieder und ich weiß nicht, warum das bei mir ist. Ich lange jetzt aber nirgends drauf. Ich lasse einfach weiterlaufen. Ich hoffe, du hörst und siehst mich noch. Mein System hier funktioniert noch nicht ganz. Aber nein, ich finde es halt einfach schade, warum er das hat. Ich meine, er tut mir eigentlich leid, weil er ein super cooler Typ ist, Ja. der Teil. Aber ich glaube, er arbeitet auch zu viel. Also er probiert zu viel, er macht zu viel. Vielleicht muss er auch einfach back to basics gehen. Einfach Standardsachen verwenden, vielleicht seine englischen Motorräder nehmen und einfach diese benutzen, ohne viel zu überlegen und einfach Spaß am Fahren haben. Kannst du mit den englischen Motorrädern WM fahren? Ich dachte, die Bahnen in England seien dermaßen klein und eng und ich hätte fast gesagt verwinkelt, aber verwunschen zumindest, dass man die gar nicht auf den Stand kriegen kann von der Leistungsausbeute, die man auf den großen WM-Bahnen braucht. Das glaube ich nicht. Wenn man die Bahn jetzt in Bellevue zum Beispiel anschaut, ist auch eine sehr große, schnelle Bahn mit sehr viel Schwung aufbauen. Ich meine, die fahrt man fast zum Zeitpunkt ganz außen an der Wand. Und da ist, ich glaube nicht, dass es da Schwierigkeiten gibt. Oder wenn man auch sieht, auch Norek holt zeitweise ein englisches Material rüber nach Deutschland. Norek sagt sogar genau das Gegenteil. Norek sagt, seine englischen Motoren sind stärker als seine deutschen. Also sie verhalten sich anders. Ich glaube eher, sie fühlen sich stärker an, weil die Leistung mehr auf dem Boden ist, also weil er mehr Vortrieb verspürt. In Deutschland habe ich mehr Leistung, aber habe mehr Wheelspin. Also daher fühlt sich dann die Leistung ja eigentlich weniger an. Und diesen Mittelpunkt zu finden, speziell in jungen Jahren, ist ganz, ganz schwierig. Also habe ich jetzt Wheelspin oder habe ich keine Leistung? Das ist ja ein ganz, ganz schwieriger Punkt. Und da haben einige damit zu tun. Und das könnte vielleicht auch bei Tai Wuffenden sein, dass er einfach gerade nicht ganz bei der Sache ist oder einfach zu viel nachdenkt. Hat ja auch gesagt, er hat vor diesem Grand Prix die Abstimmung wieder einmal komplett auf links gekrempelt. Dann mittlerweile innerhalb der letzten 12, na 24, 12 Monate, ja, dreimal eine andere Philosophie eingeschlagen bei der Abstimmung. Plus diesen Tunerwechsel, den er noch gehabt hat, von, ich glaube, Kowalski zu Ashley Holloway. Also das spricht auch eher für dieses Overthinking, oder? Ja, stimme ich dir vollkommen zu, aber da sieht man auch, dass sie genug Budget haben, um das zu machen. Also, es sind immer zwei Sachen. Das eine ist ja auch der Wechsel, das andere ist eine Budgetangelegenheit. Und dann sind sie ganz gut aufgestellt, aber die Frage ist, ob das wirklich funktioniert. Und jetzt gehen wir wieder einfach ganz zurück zu Jack Holder, keep it simple, draufhocken, Spaß haben, fahren, nicht lang nachdenken und es funktioniert. Gut, aktuell Jack Holder war auf Platz 5, ist er leider nicht ins Finale gefahren, obwohl er wirklich sehr stark war. Also er wirklich hat sehr stark angefangen mit 1-1, 3-3-2. Also er hat sich zum Schluss hin brutal gesteigert, aber im Semifinale hat es ja nicht ganz gereicht für ihn.
Kai Hülkenberg dagegen war wiederum im Semifinale und das, obwohl er einmal ziemlich brutal angegangen worden ist auf der Geraden von Bartosz Schmalzlik, der ihm schlicht und ergreifend in die Seite gefahren ist, weil er dem die Bahn zusperren wollte. Der hat nicht mal sich vor ihn gesetzt und hat ihm einfach nur einen eishockeymäßigen Ellenbogencheck verpasst. Dann war er trotzdem mit, ich glaube, einem Laufsieg oder sogar zwei Laufsiegen war Kai Hülkenberg Annot. mit einem Laufsieg, als es drauf ankam, war Kai Hülkenberg wieder im Semifinale. Und ist dann im Semifinale abgeräumt worden. Ich glaube, anders kann man es nicht sagen. Aus der Perspektive von Jason Doyle fuhr der quasi einfach im Weg und musste da weg. Ja und nein, ich glaube, ich meine speziell der Laufsieg oder der Zusammenguck mit, ich meine, wir sind im Spielberg Grand Prix, da wird einem keinen Meter geschenkt. Ich meine, das ist nicht wie in der polnischen Liga, da bleibt kein Meter frei. Wenn ich weiß, da außen ist ein bisschen Griff und wenn ich Bartosz kenne, weiß ich, Bartosz fährt mit dem Hinterrad bis zur Wand raus und er setzt es ein. Und hier kam aber halt einfach Kai mit einem riesen Schwung. Ich muss hier ein dickes Kompliment an Kai aussprechen. Also diese Bike-Beherrschung, was er da hatte, er hatte wirklich seinen linken Fuß angehoben, hat sich hier drüber balanciert und ist nicht gestürzt. Wirklich, da sieht man, wie gut der Motorrad fahren kann in solch einer Situation. Ich fand es aber gar nicht, also für mich persönlich, das ist Speedway Grand Prix Live. Das ist kein, wir sind ja nicht beim Zuckerschlecken. Ich meine, hier kämpft jeder um seinen letzten Millimeter und da muss man mit sowas rechnen. Und wenn ich halt einen Bartosz kenne und ich weiß, was er macht, dann weiß ich, er fährt bis zur Wand raus. Das war das gleiche wie früher ein Nicky Pedersen. Wenn ich Nicky Pedersen aus überholen will, weiß ich, ein Nicky macht mir außen das Loch zu. Ich meine, der macht nicht das Loch zu, der macht das Loch so zu, dass ich nicht mehr vorbeifahren kann. Das ist einfach willkommen im Speedway Grand Prix, würde ich da einfach sagen. Ich muss aber sagen, Kai hat sich brutal gemacht, so wie auch im Semifinale. Es war ein brutal guter Start. Kai ist ja auch schon im Vorfeld, was ich aber auch eher sagen muss. Kai hatte ja im Vorfeld, der hatte 6 Punkte und er musste einen Laufsieg fahren, um ins Semifinale zu kommen. Also allein der mentale Druck, er wusste im Backend, also entweder er musste, du hast 9 Punkte gebraucht. Früher, wenn du oft mal Glück hast, kommst du mit 7 Punkten ins Halbfinale, nachdem sie jedoch wirklich alle Fahrer die Punkte gegenseitig weggenommen haben, hat Kai wirklich 3 Punkte gebraucht. Also er ist in den letzten Lauf gegangen und hat geheißen, ich muss jetzt 3 Punkte fahren, um das Semifinale zu erreichen und dann noch von dem schlechtesten Startplatz des Tages. Es gab zum Zeitpunkt des Laufes nur einen Laufsieg von Blau an diesem Tag. Es gab 2 Laufsiege von Blau. Das war einmal, ich weiß nicht ganz genau, aber Kai Hückenbeck war einer von den beiden. Und da ist er wirklich eigentlich von dem schlechtesten Startplatz des Tages ist hingefahren, hat einen Bombenstart hingelegt und hat die 3 Punkte gefahren und hat sie wirklich auch bis ins Ziel gehalten. Das war wirklich faszinierend und sehr schön zum Sehen. Im Halbfinale, gut, da werden die Karten immer neu gemischt. Ich glaube nicht, dass es eine unfaire Aktion war. Ich meine, hier auch willkommen im Grand Prix. Es war auch kein Fehler von Jason Doyle, wenn man es einfach rechnet. Ich meine, außen kam Jack Holder. Jack Holder hat sich mit einem Bombenstart auf 2 Fahrer draufgelegt. Innen kam dann Jason Doyle, nach außen wieder Jack Holder, außen war Jack Holder, legt sich auf 2 Fahrer drauf. Beide Fahrer müssen ein bisschen Geschwindigkeit rausnehmen. Innen kommt ein Jason Doyle und in der Mitte, eigentlich im Sandwich, war Kai Hückenbeck. Und wenn man es ganz genau anschaut, ich glaube es oder ich habe es auch gesehen, Kai hat einmal ganz leicht gezuckt, weil er gesehen hat, außen kommt Jack Holder. Einmal wird außen gezuckt, innen kommt ein Jason Doyle, schiebt genau an und es war einfach eine, ja, First Heat Decider, also eine, für mich ein erster Kurve Unfall, das kommt einfach vor. Ich meine, das ist ja wirklich, wenn 4 Fahrer am Startband stehen, die wahrscheinlich alle gleich schnell sind, einer muss nachgeben und da hat halt keiner von allen drei nachgeben und leider war Kai hier der, ja, Leidtragende und er ist ganz dumm auf den Kopf gefallen, hat er eine Gehirnerschütterung bekommen und ich hoffe, er ist wieder fit bis Landshut. Also er hat eine Gehirnerschütterung gehabt, in der Tat, aber das ist ja mittlerweile alles wieder abgeklungen. Es ist ja nicht so, dass eine Gehirnerschütterung euer einen jetzt davon abhalten würde, weiter Rennen zu fahren. Ja und nein, es gibt in der polnischen Liga, in der dänischen Liga, auch in der englischen Liga gibt es eine Concussion Rule. Also wenn ich einen Ligabetrieb fahre und ich stürze zum Beispiel mit einer Kopfverletzung oder mit einer Gehirnerschütterung aktuell in England, in Polen oder in Schweden, muss ich 9 Tage pausieren. Also bin ich 9 Tage out of order. Gibt es nach meiner Weise bei den FIM-Reglement nicht. Also wir hatten auch jetzt bei der Langbahn-WM dieses Gespräch bezüglich der Concussion Rule. Also was passiert, wenn ich eine Gehirnerschütterung hatte die letzten 2 oder 3 Tage, wie es dann läuft? Ich glaube nicht, dass es diese aktuell gibt im Speedway oder in der FIM, also im FIM-Reglementbuch. Es wurde bei uns in der Fahrerbesprechung besprochen, dass sowas kommen wird oder soll fürs kommende Jahr. Ich hoffe, es kommt noch nicht, weil sonst hätte Kai ein Problem am Wochenende. Ich drücke ihm die Daumen, dass es hier keine Schwierigkeiten gibt. Es ist einfach
Aber es ist ein Extremtan, weil es kam ja schon das eine oder andere Mal vor, dass Fahrer trotz Gehirnerschütterung mit ein bisschen, a little bit dizzy in the head, also ein Naja. bisschen nicht ganz klar bei der Sache, Fahrfehler machen oder Kopfschmerzen haben, Reaktionen fehlen und es ist umsonst, hat man bei einer Gehirnerschütterung, heißt es eigentlich, ja, 14 Tage Ruhe. 14 Tage Ruhe. Als normaler Mensch. Normaler Mensch, könnte ich sagen, normale Menschen seid ihr ja nun mal erwiesenermaßen nicht. 14 Tage Ruhe wäre sowieso nicht drin. Am nächsten Wochenende, am Pfingstsamstag bereits, ist Landshut. Im Idealfalle sollten wir uns davor nochmal zusammenkabeln, denn du bist Bahnreserve in Landshut, kennst die Bahn aus dem FF. Vielleicht, wenn es irgendwie möglich ist, vorher nochmal zu reden und in Ruhe uns vorzubereiten, gemeinsam auf das, was uns da erwartet, Martin. Ja, das werden wir auf jeden Fall machen. Ich denke, ich bin ja, die Leute bauen ja schon auf. Also der gesamte Tross, wir hatten am Freitag Pressekonferenz in Landshut, der gesamte Tross, der, ich glaube, es sind 19 LKWs, fahren ja jetzt von Warschau nach Landshut. Ab morgen sind die ersten Leute in Landshut zum Aufbauen, zum Organisieren, zum Planen, zum Ablaufplanen machen. Landshut ist ganz gut aufgestellt. Also sie haben ja die ganze Struktur ein bisschen geändert, speziell mit den Fahrten, also mit den Einfahrtsystemen, wo wird geparkt. Am Tag des Rennens ist der Flughafen komplett gesperrt, also alle Fans dürfen auf dem Flughafen parken, werden aber hier von vornherein schon umgeleitet, dass man nicht direkt die also normale Straße hinterfährt. Aber hier hat der Verein wirklich ganz, ganz viel zu tun und ich bin auch die Woche wahrscheinlich das ein oder andere Mal vor Ort, weil ich selber meinen Merchandise-Stand, wenn ich es darf, ich warte gerade noch auf Zusage oder unseren Merchandise-Stand, ich kümmere mich auch um das Merchandise auch von Nordic Blodhören und wir werden unseren Stand aufstellen und es wird sich die nächsten Tage klären, wo wir ihn hinstellen dürfen und dann werde ich auf jeden Fall vor Ort sein und ich bin wirklich gespannt, was in Landshut geboten wird. Aktuell sind es ja 7.800 verkaufte Tickets. Es gibt noch 500 Tickets an der Abendkasse oder genau an der normalen Kasse. Sie haben das Fassungsvermögen ein bisschen erhöht auf 8.600 Zuschauer, wenn ich jetzt ganz richtig bin. Aber irgendwas über die 8.000 dürfen Sie jetzt haben. Es gab ein bisschen Änderungen, dass es mehr werden, weil Sie neue Brücken gebaut haben, ein bessere Ausgangswege, bessere Notwege, bessere Abläufpläne. Und ich glaube, das wird ein richtig cooler Grand Prix. Und ich glaube, der Grand Prix braucht sich nicht verstecken jetzt zu Warschau. Es sind zwar nur 8.000 Zuschauer, aber diese 8.000 Zuschauer sind einen Meter von der Rennbahn entfernt. Also spürt man alles ein bisschen anders. Na, da steigt doch gleich wieder die Vorfreude auf den großen Preis von Deutschland in Landshut am Pfingstsamstagabend. Kai Huckenbeck ist ja selbst in Landshut gefahren, bis er in der polnischen Liga dann jetzt nach Bromberg gegangen ist. Hier gibt es ein Interview, in dem Kai Huckenbeck auch auf die ganz besonderen Herausforderungen und Anforderungen der Bahn in Landshut drauf eingeht, in diesem Bahnsport-Special in der Ausgabe Nummer 77 unserer Zeitschrift Pitwalk. Wer es noch nicht hat, kann es schnell bestellen mit einer E-Mail an shop@pitwalk.de. Und wir werden sicherlich mit Martin Smolinski, der Bahnreserve ist in Landshut, vorab nochmal reden und auch nach der Livestream-Übertragung auf Discovery Plus ordentlich ans Eingemachte gehen. Jetzt aber geht es zunächst weiter mit der Heftproduktion der nächsten Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk. Auch da wird es wieder ein Bahnsport-Special geben. Unter anderem, ich habe es ja im Talk schon gesagt, mit Norik Blödon als einem der Hauptdarsteller in einer Personality-Geschichte. Auch da könnt ihr euch also schon drauf freuen. Die Geschichte wird jetzt emsig geschrieben, bevor es dann wiederum in die Vorbereitung auf Landshut geht. Schön, dass ihr dabei gewesen seid bei dieser Ausgabe von Pitwalk TV, dem Expertentalk zum Grand Prix von Warschau. Und bis ganz bald. Die nächsten Themen bei Pitwalk im Podcast oder auf Pitwalk TV werden dann die Sportwagen-Langstrecken-Weltmeisterschaft, das 6-Stunden-Rennen von Spa-Francorchamps sein. Danach widmen wir uns natürlich der Formel 1 in Imola, aber auch einer Vorschau auf den Speedway Grand Prix von Deutschland in Landshut. Freue mich drauf, all das gemeinsam mit euch genießen zu können. Sorgt gerne mal für ein bisschen positive Stimmung, indem ihr uns abonniert, indem ihr uns Likes da lasst oder den einen oder anderen Kommentar drunter schreibt, indem ihr euch uns über eure eigenen digitalen Social Media Kanäle weiterempfehlt. Denn ich bin sicher, gerade die Einsichten von Martin Smolinski, die sind höchstgradig interessant und bereichern euer Fachwissen in Sachen Speedway-Sport noch einmal um ein Mannigfaltiges. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Auf bald, euer Norbert Okenga.